Vielen Dank. Den Fraktionen sind durch die Redezeit der Landesregierung 12 Minuten zugewachsen. Ich habe eine Wortmeldung vorliegen. Das Wort hat der Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Diese Debatte wird jetzt doch noch ein deutliches Maß interessanter, als wir am Anfang dachten, dass sie werden könnte. Ich bin dem Ministerpräsidenten ausdrücklich dankbar, dass er in einer geteilten Rolle, allerdings als eine Persönlichkeit, hier versucht hat, zu zwei unterschiedlich, vermeintlich unterschiedlichen Gegenständen zu reden und versucht hat, aus seiner Sicht die Debatte einzuordnen. Ich werde diese Formaltrennung nicht vornehmen, aber ich will zu beiden Vorgängen etwas und zu beiden Themen etwas sagen. Ich will seitens unserer Fraktion noch einmal am Anfang sehr klar klarstellen. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass Kinder, die hier in Deutschland geboren werden, nicht als junge Erwachsene wieder zu Ausländern werden dürfen. Deswegen lehnen wir die Optionspflicht ab. Nun hat der Ministerpräsident verzweifelt versucht zu erklären, warum eigentlich das eine Position ist, die nach 1999 in der Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft sozusagen gegen den Widerstand der Union von allen anderen beschlossen wurde. Was er nicht erzählt hat, ist der Teil, der eine Rolle davor spielte. Und Herr Ministerpräsident, wir kommen ja beide aus derselben Stadt. Ich erinnere mich noch ziemlich gut im Januar 1999. Als ich vor Möser stand mit dem SPD-Infostand und Sie ein paar Meter weiter mit Ihrem Infostand, als die Kampagne, um sie jetzt nicht weiter zu bewerten, die Kampagne, wo kann ich denn hier gegen die Ausländer unterschreiben, im Seltersweg unter anderem von Ihnen angeführt wurde. Und ich sage das deswegen, weil das Ergebnis der Optionspflicht, Herr Reif, Sie hören mir jetzt vielleicht einmal zu, ich habe ja dem Ministerpräsidenten auch freundlich zugehört. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese Form des Modells, die nach der Landtagswahl – und Sie sind überhaupt nur Ministerpräsident, weil es damals eine Kampagne von Roland Koch und Ihnen gab gegen die doppelte Staatsangehörigkeit – in dem extrem aufgeheizten Klima im Januar 1999 durch Ihre Kampagne es am Ende den Versuch gab, eine Lösung zu finden für die doppelte Staatsangehörigkeit, auch mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat. Ich kann mich gut daran erinnern, wie die Hessische Union mit aller Giftigkeit Hans Eichel und Rot-Grün attackiert hat, unter gar keinen Umständen irgendeinem Kompromiss noch zuzustimmen, damit diese Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts durch den Bundesrat überhaupt noch durchkommt. Wir sind froh, dass wir diesen ersten Schritt machen konnten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich akzeptiere, dass weite Teile der Union bis heute damit nicht ihren Frieden gemacht haben, weil das eine Debatte ist. Sie haben ein paar Aspekte dazu genannt, zu denen man unterschiedlicher Auffassung sein kann. Ich glaube, dass Sie in dieser Frage von gestern und vorgestern sind, dass die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts in dem Sinne, dass Kinder, die hier geboren sind, das vollständige Recht auf politische Teilhabe haben müssen, das ist bei uns nun einmal zwingend mit der Staatsangehörigkeit verbunden, dass wir diese Optionspflicht nicht wollen. Ich will es einmal konkretisieren. Wenn Ihre Position, die Sie heute noch einmal betont haben, dass es eigentlich Ihre ist, aber Sie vertragstreu sein wollen zum Koalitionsvertrag, der hier geschlossen wurde, aber auch in Berlin. Das ist Ihre Argumentation. Sie sagen nicht, Sie sind der Auffassung, dass Sie... Ich rede von der generellen Doppelstaatsangehörigkeit. Ich komme dazu. Will ich wissen, ob das denn heißt, dass Sie eigentlich von Ihrem Stellvertreter erwarten, dass er eine der beiden Staatsangehörigkeiten aufgibt? Weil das ist ja die Konsequenz aus dem, was Sie sagen. Wenn Sie das anders sehen, erklären Sie es hier. Aber das hätte ich gern gewusst. Und ehrlich gesagt, bei aller persönlichen Nähe zu Tarek Al-Wazir, mein Eindruck war in den letzten Jahren nicht, dass er ein Problem mit seinen zwei Staatsangehörigkeiten hatte. Bei anderen Identitätsfragen bin ich jetzt nicht ganz sicher.
Aber das Staatsangehörigkeitsthema war ganz sicherlich keins, mit dem Tarek Al-Wazir ein Problem hatte. Und deswegen wäre meine Erwartung ausdrücklich eine andere. Wenn Sie sagen, hier mehrfach, übrigens ja nicht zum ersten Mal, in Richtung der Opposition, mäßigen Sie sich im Ton, mäßigen Sie sich in der Sprache, will ich schon daran erinnern, was da so in den letzten Jahren alles gemacht wurde. Ich habe das heute Morgen getwittert, ganz bewusst mit Blick auf die Debatte, als Kollege Wagner vor wenigen Tagen in der 70-Jahres-Sitzung des Hessischen Landtags erklärt hat, dass Sie sozusagen mit den hugenottischen Wurzeln Ihrer Familie jetzt mit Tarek Al-Wazir zusammensitzen, sei das Beispiel für gelebte Integration. Ich muss gestehen, ich bin nicht so geschichtsvergessen, mich nicht daran zu erinnern, dass wenige Jahre zuvor Sie mit Herrn Koch eine Kampagne gestartet haben, damals, glaube ich, noch unter dem Generalsekretär Michael Boddenberg, Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten stoppen. Und ich sage Ihnen die Frage, was in gelungene Integration ist oder nicht, das entscheiden nicht parlamentarische Mehrheiten, sondern gesellschaftliche Wirklichkeit. Wenn Sie sagen, mäßigen Sie sich im Ton und in der Sprache, dann hätte ich mir in den letzten Jahren ein einziges Mal gewünscht, ein einziges Mal, dass Sie den Mut haben, sich hier vorne hinzustellen und genau dieses so in dieser Klarheit in Richtung von Herrn Irmer zu sagen. Ein einziges Mal hätte ich es gerne gehört. Ein einziges Mal hätte ich es gerne gehört. Und ich rede jetzt nur Herrn Irmer, weil das Zitat ist eben schon verlesen worden zur Frage der Gradlinigkeit von Herrn Irmer. Ich will sagen, die Gradlinigkeit von Herrn Irmer besteht darin, dass er regelmäßig in seinem Blatt Wetzlar Kurier gegen Muslime, gegen Homosexuelle und politisch Andersdenkende hetzt. Das ist die Gradlinigkeit von Herrn Irmer, den Sie gerade in der Mitte Ihrer Delegation zur Bundesversammlung geschickt haben. So wenig hat dieser Mann bei Ihnen in den Reihen zu sagen. Und ich sage Ihnen, es riecht sehr danach, dass das Doppelstrategie ist, die Sie hier veranstalten. Und deswegen erwarte ich von Ihnen den Mut, so Sätze auch zu ihm zu sagen. Wenn Sie dann erklären, mit Blick auf Herrn Wielsch, dass sich der Landesverband oder der Kreisverband jetzt glasklar, ich will das wiederholen, der Kreisverband des Innenministers, Entschuldigung, Janine, ich mäßige mich jetzt auch, der Kreisverband von Herrn Innenminister, vom Staatssekretär im Wissenschaftsminister und anderen, derselbe Kreisverband, dass die Erklärung von gestern glasklar sei. Ich will daran erinnern, es gibt ein kleines Interview aus dem Fokus, wo er schon wenige Tage davor ziemlich deutlich Positionen in die andere Richtung gezeigt hat. Wissen Sie, ich akzeptiere, dass es solche Erklärungen gibt. Und ich glaube auch, dass es das Ergebnis übrigens von politischer Haltung ist. Insofern bin ich Ihnen in diesem Punkt ausdrücklich dankbar für Ihre Klarstellung. Deswegen habe ich applaudiert, weil ich Ihnen das auch abnehme. Aber ich will Ihnen das sagen, Herrn Wielsch oder Herrn Irmer oder Frau Steinbach, um das mal zu benennen, oder Herrn Heck, der immerhin JU-Landesvorsitzender ist und nach Ihrer Klarstellung zur doppelten Staatsangehörigkeit und Ihrer Haltung einen Tag später in der oberhessischen Presse erklärt hat, das sei das Wahlkampfthema der Jungen Union Hessen mit Blick auf den Bundestagswahlkampf. Erklärungen dieser Herrschaften glaube ich nicht, völlig egal, wie klar sie hier erklärt werden. Ich glaube Sie auch deswegen nicht, Herr Ministerpräsident, weil die Erfahrungshaltung in diesem Haus im öffentlichen Raum in Hessen doch in den letzten Jahren immer und immer wieder ist, dass die Herren Irmer, Herr Wielsch, Frau Steinbach und andere nach der Runde, wo es da mal wieder eine Debatte gab, weitermachen. Die Provokationen finden doch selber immer und immer wieder statt, weil die Haltung, die geistige Haltung von Leuten wie Herrn Irmer, die ändern sich nicht. Wenn Sie das als Gradlinigkeit brauchen, dann hätten Sie recht. Ich will es noch einmal sagen, wenn Sie hier mehrfach erklären, mäßigen Sie sich im Ton, mäßigen Sie sich in der Sprache,
hätte ich gerne ein einziges Mal erlebt, dass Sie hier als Ministerpräsident und als CDU-Landesvorsitzender in Richtung von Herrn Irmer und anderen sagen, mäßigen Sie sich im Ton, mäßigen Sie sich in der Sprache, hetzen Sie nicht mehr gegen Muslime und Homosexuelle. Ein einziges Mal. Ja, Herr Irmer, Sie können ja mal hier nach vorne gehen und sagen, was Sie dazu zu sagen haben. Es würde uns interessieren. Ihre Pseudo-Entschuldigungen der letzten Jahre, die in der Regel mit der Formulierung nichts zu tun haben, dazu haben wir eine klare Meinung. Aber es würde uns sehr interessieren, wie Sie damit umgehen. Deswegen, wir lassen das nicht zu. Wir werden es immer und immer wieder thematisieren, solange wir den Eindruck haben müssen, dass das Teil einer Doppelstrategie ist, die Sie ganz bewusst fahren, um sich auf der einen Seite als die Vertreter der gesellschaftlichen Mitte darzustellen und auf der anderen Seite am rechten Rand abzuschöpfen, was immer geht. Und genau dafür stehen Sie, Herr Irmer. Deswegen, ich will zum Ende kommen. Auch Sie können doch nach vorne kommen, erklären Sie es hier, dann haben wir Zeit dazu. Es ist doch wirklich ein guter Punkt. Ich finde, dass die ersten Anmerkungen des Ministerpräsidenten doch ausdrücklich richtig waren, dass es ein schwieriges Thema ist, dass es ein komplexes Thema ist, das man so oder so beantworten kann. Auch da gilt der Grundsatz Mäßigung von Sprache und Worten. Aber das gilt eben nicht nur in eine Richtung, sondern es gilt in alle. Und das ist ein Punkt, da kommen Sie auch nicht so ohne Weiteres raus, weil der Standard, den Sie hier versuchen zu definieren, immer nur gegen eine Seite gewendet wird. Und deswegen, es bleibt dabei, diese Debatte war heute nur ein Zwischenergebnis. Es wird weitere geben. Ich will das wiederholen, was der Kollege Rudolph schon angekündigt hat. Da die Klarheit auch von den Grünen benannt wurde, das finde ich gut und richtig, das freut mich sehr, beantragen wir die namentliche Abstimmung zu unserem Antrag, die Optionspflicht für die doppelte Staatsangehörigkeit abzulehnen. Herzlichen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich bitte auch die Debatte von der Regierungsbank jetzt einzustellen. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist Kollege Boddenberg, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will gerne den Begriff der Doppelstrategie, Herr Schäfer-Gümbel, aufnehmen. Ich könnte Ihnen eine Fülle von Aussagen Ihres Bundesvorsitzenden, über den der Ministerpräsident, wie ich finde, völlig zu Recht gesprochen hat, hier vortragen, die Sie wahrscheinlich auch alle kennen, und bei der man auf eines ganz bestimmt kommt, nämlich sehr schnell auf die Idee, dass es dort eine Doppelstrategie gibt. Oder möglicherweise keine, aber das glaube ich nicht. Dazu ist Herr Gabriel intelligent genug. Ich nehme einmal Beispiele, die uns in diesem Land sehr beschäftigt haben, nach den Ereignissen in Köln. Ich glaube, er war damals in Kuba auf Urlaub oder Dienstreise, das weiß ich nicht so genau, und hat uns aus Kuba wissen lassen, dass nach seiner Auffassung kriminelle Ausländer in Deutschland nichts zu suchen haben. Was heißt denn das, wenn man diesen Satz einmal in seine verfassungsrechtlichen, strafrechtlichen und aufenthaltsrechtlichen Einzelteile zerlegt? Das heißt doch nichts anderes, dass Herr Gabriel sagt, wenn ein Deutscher in Deutschland kriminell wird, ist er selbstverständlich und bleibt der Deutsche. Aber wenn ein Ausländer in Deutschland kriminell wird, dann fliegt er raus. Das ist die Übersetzung, die, glaube ich, dahinter steckt. Wenn Sie mir jetzt erklären, dass dieses zweierlei Recht, das er dort mit diesem Satz prägt, etwas anderes ist als eine Doppelstrategie, nämlich nach diesen Ereignissen in Köln, in der die Republik zu Recht sehr aufgeregt war, nicht damit genau das zu bezwecken, was Sie anderen Damen vorwerfen, nämlich dort zu fischen, wo Menschen kurze, knappe Antworten auf solche Ereignisse haben wollen, dann weiß ich es nicht, Herr Schäfer-Gümbel. Und ich könnte Ihnen viele weitere Beispiele nennen. Es wird dauernd alles zusammengerührt. Herr Irmer, Herr Wilch, die CSU. Ja, wir diskutieren in der Union über schwierige Fragen, wie Sie es doch auch tun. Nehmen wir doch einmal die zentrale Frage, die uns auch weiterhin wahrscheinlich beschäftigen wird. Herr Seehofer hat es doch angekündigt, nämlich die Frage Obergrenzen.
mal ein anderes Thema zu bemühen, außer dem, das Sie heute hier bemüht haben, zu dem der Ministerpräsident alles gesagt hat, auch zur Historie der Frage der doppelten Staatsangehörigkeit. Zur Obergrenze sagt Herr Gabriel, also das ist für mich kein Thema, es gibt keine Obergrenze. Ich bin gegen eine Obergrenze. Herr Schäfer-Gümbel hat keine Gelegenheit ausgelassen, das auch so zu sagen, um dann wenige Tage später, noch vor wenigen Wochen, im August, Ende August, Herr Gabriel, zu sagen, natürlich gibt es auch die Notwendigkeit, eine Obergrenze zu haben, und zwar liegt die sozusagen bei der Integrationsfähigkeit eines Landes. Können Sie mir einmal erklären, Herr Schäfer-Gümbel, wo diese Position von Herrn Gabriel sich unterscheidet mit der Position der CSU, die ich nicht teile, wenn es nur um die Frage und die Interpretation geht, dass man eine Zahl irgendwo hinschreibt, die ohne dies keinerlei Rechtswirkung hätte aufgrund unseres Asylrechts. Können Sie mir bitte einmal erklären, was Herr Gabriel denn eigentlich mit solchen Aussagen bezweckt? Ich glaube, er bezweckt das, was man auch Linken sagen, Wagenknecht könnte ich hier mit weiteren Zitaten belegen. Das ist Ihnen dann peinlich, aber so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Das kommt aber sicherlich noch. Es ist der Versuch vieler in dieser Republik, auf eine große Verunsicherung in unserer Gesellschaft, Herr Rudolph, zu reagieren. Viele dieser Versuche sind nach meiner Auffassung völlig untauglich. Auch die von Herrn Gabriel sind untauglich. Und wenn wir, Kolleginnen und Kollegen, uns einmal die Wählerwanderungen anschauen der letzten Jahre anschauen, schauen Sie sich die Landtagswahlen in Baden-Württemberg an, in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin an, dann müssen wir feststellen, wir Demokraten gemeinsam feststellen, dass es eine Wählerwanderung zur AfD aus allen Lagern gibt, von Grün über Links, SPD und CDU. So, und jetzt wäre mein Vorschlag, dass wir uns mit dem Kern dieser Wählerwanderung, der Ursache, beschäftigen. Und diese Ursache, darauf sind Sie auf Ihrem eigenen Landesparteitag ja eingegangen, Herr Schäfer-Gümbel. Diese Ursache ist, dass es zunehmend Menschen gibt, die sagen, die da, die Parteien, die etablierten, die wähle ich nicht mehr, weil die sind ja alle eins. Und deswegen haben Sie völlig zu Recht auf Ihrem Parteitag gefordert, dass Parteien klare Profile und, ich glaube, Sie haben es sogar mit Kante irgendwann einmal bezeichnet, zeigen müssten. So, und wenn Sie das auf der einen Seite feststellen, wie ich sage, noch einmal völlig zu Recht feststellen, dann wundere ich mich über manchen Debattenbeitrag hier im Lande, hier im Landtag, wenn es um genau diese Frage geht. Jetzt können wir über die Qualität der Auseinandersetzung können wir ja streiten. Ich rede über den Irma, ich rede über Wahlkämpfe, ich rede auch über zukünftige Wahlkämpfe, ich rede übrigens auch über Parteitage. Wenn wir jetzt noch nach draußen die Botschaft senden, dass Parteien noch nicht einmal auf Parteitagen mit Mehrheitsbeschlüssen Beschlüsse fassen können, die auf rechtsstaatlichem Grund stehen, wie es der Ministerpräsident eben am Beispiel des von Ihnen aufgerufenen Themas angesprochen hat, wenn wir den Menschen sagen, dass solche Beschlüsse nicht mehr gefasst werden dürfen, ja, wo sind wir denn in dieser Parteiendemokratie hingekommen, wenn wir das kritisieren, was das ureigene Interesse aller parteidemokratischen Demokraten sein muss? Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist genau das, was wir nicht machen dürfen. Und ich sage sehr deutlich, es wird und muss auch zukünftig Wahlkämpfe gehen, in denen Tacheles geredet wird. Da kann man über die Frage, streiten. Ja, ich bin ja hier bemüht worden. Ich bin doch gerade schon bei Ihnen, Frau Faeser, bleiben Sie ganz ruhig. Ich bin ja eben bemüht worden als jemand, der als Generalsekretär auch für den einen oder anderen Text zuständig war. Das kann man kritisieren. Mir ist manches unterstellt worden, was ich als unverschämt erachte, aber das lassen wir jetzt einmal weg. Ich habe hier mehrfach schon auch in anderem Zusammenhang auch bei anderen Themen gesagt. Ja, in Wahlkämpfen wird zugespitzt. Und manchmal ist man auch einen Tick über dem, was man drei Wochen später vielleicht auf das gleiche Plakat schreiben würde. Ich entschuldige mich ausdrücklich dafür nicht. Ich sage nur, dass es möglich sein muss, das ist menschlich und das ist politisch auch zu rechtfertigen, dass man in Wahlkämpfen zuspitzt, klare Meinung hat und klar sich dieser Meinung auch zu dieser Meinung bekennt und sich positioniert. Und lass uns aufhören, hier einen einsamen, gemeinsamen politischen Brei zu rühren, der nur dazu führt, dass Menschen sagen, ich wende mich von dieser Parteiendemokratie ab. Ich sage noch einmal und bin dann zum Schluss, Herr Präsident, es gibt Grenzen,
Ich sage für mich und die hessische CDU und die Bundes-CDU, auch auf dem Parteitag haben wir alle diese Grenzen eingehalten. Das wird auch zukünftig so sein. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Aber die CDU und die CSU, wir werden auch in diesem Bundestagswahlkampf sagen, wofür wir stehen. Das halte ich für geboten, und das rate ich Ihnen gleichermaßen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was wir hier heute erlebt haben als Beitrag des Herrn Ministerpräsidenten, würde ich klassischerweise als Angriffsverteidigung bezeichnen. Und diese Angriffsverteidigung, finde ich, ist sozusagen auch noch einmal in zwei Funktionen geteilt, weil Sie, Herr Ministerpräsident, in Ihrer Rede ja sehr fein säuberlich unterschieden haben zu dem ersten Teil, wo Sie sich als Ministerpräsident geäußert haben, und zu Ihrem zweiten Teil, wo Sie dann als CDU-Landesvorsitzender gesprochen haben. Aber ich glaube, eins geht nicht. Uns und der Öffentlichkeit weiszumachen, Sie wären sozusagen zwei Personen. Sie sind Volker Bouffier, und insofern gilt das, was Sie hier sagen, in jedem Fall für beide Funktionen, sowohl des Ministerpräsidenten als auch des CDU-Landesvorsitzenden. Und da nehmen wir Sie in beiden auch in die Pflicht und in das Wort. So. Sie haben eine sorgfältige Sprache, Herr Ministerpräsident, angemahnt, in Richtung Opposition. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und gleichzeitig im Rahmen Ihrer sorgfältigen Abwägung und der sorgfältigen Sprache davon gesprochen, dass, wenn der Opposition nichts mehr einfällt, man hier Herrn Irmer ausgrenzen würde. Das ist die Position der CDU, dass wir Herrn Irmer ausgrenzen. Ja, Sie tun offensichtlich nichts dazu, meine Damen und Herren, in der CDU mit Herrn Irmer über sein Pamphlet und seine ausländerfeindliche Hetze, die monatlich im Wetzlar-Kurier stattfindet, zu reden. So, wenn wir das nicht ansprechen, wenn wir das nicht ansprechen, was eigentlich Ihre Aufgabe wäre, und Sie das nicht tun, dann ist doch klar, welche Doppelstrategie hier gefahren wird. Auf der einen Seite der väterliche Ministerpräsident, der hier vorgibt, sozusagen bei allen sorgfältige Sprache anzumahnen, und dann die Kleingeister in der eigenen Partei sozusagen den rechten Rand bedienen lässt. Das ist doch das, was wir seit Jahr und Tag hier erleben, und nicht nur durch Herrn Irmer und nicht nur durch Frau Steinbach, sondern jetzt auch durch Herrn Bilsch und die Anbiederung an die AfD als jüngstes Moment sozusagen dieser parteipolitischen Strategie, die Sie fahren. Und ich sage Ihnen, der Beschluss Ihres Bundesparteitags, Herr Ministerpräsident, Herr Landesvorsitzender der CDU, meine Damen und Herren von der CDU, der sicherlich sozusagen außerhalb der Regie so gefallen ist, drückt aber sozusagen das Geisteskind oder die Geisteshaltung der Mehrheit der CDU auch aus. Und das fällt natürlicherweise dann zurück auf Hessen, wo diese Doppelpassdiskussion ja ihren Anfang genommen hat. Darauf ist ja schon hingewiesen worden im Jahre 1998, 1999 bei den Landtagswahlen. Und insofern sind Sie die Urheber auch verantwortlich für das, was da passiert. Und aus dieser Verantwortung können Sie sich schlichterdings nicht entziehen. Und ich finde schon, meine Damen und Herren, dass es nicht angeht, dass sozusagen Sie in Ihrer Doppelfunktion, Herr Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender Bouffier, hier sozusagen den Sittenwächter, da will ich mal Ihren eigenen Begriff verwenden, den Sittenwächter geben, wenn es Ihnen nicht gelingt oder sogar klar ist, dass die Strategie
Er ist sozusagen von Ihrer Seite den rechten Rand hier entsprechend zu bedienen. Meine Damen und Herren, es ist schon darauf hingewiesen worden, dass diese Kampagne im Wahlkampf auch fortgesetzt wurde dann in 2008 mit einer weiteren Diffamierung, Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten verhindern, was ja ganz zweifelsohne nichts anderes war als eine klare Anspielung und Ausgrenzung von ausländischen Bürgerinnen und Bürgern in Hessen. Was, ich wiederhole das gerne noch einmal, was nichts anderes war, Herr Boddenberg, als der Versuch, im Wahlkampf Gelände zu gewinnen mit der Ausgrenzung von ausländischen Bürgerinnen und Bürgern. So führen Sie Wahlkampf hier in Hessen. Das haben Sie 1999 gemacht, das haben Sie 2008 gemacht, und Sie werden es auch weiter tun. Und dafür sind die Irmers, die Steinbachs und die Wilsch nur diejenigen, die sozusagen den Vorreiter dafür geben, damit Sie sich einen bürgerlichen Deckmantel geben können, aber im Hintergrund sozusagen andere die Drecksarbeit machen lassen. Und das ist Thema hier. Und das steckt alles in diesem Doppelpassbeschluss drin des Bundesparteitages der CDU, und da können Sie sich nicht aus der Verantwortung herausziehen. Meine Damen und Herren, wir haben als LINKE im Kommunalwahlkampf ein Plakat herausgegeben, das im Übrigen auch prämiert wurde. Dann. Da stand drauf, und damit will ich schließen, Flüchtlingen helfen, Rassismus bekämpfen und Kriegsursachen beseitigen. Und das ist unsere Ansage, auch gegenüber unseren ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und die steht in der Tat im konträren Gegensatz zu dem, was Sie tagtäglich tun und was Sie tagtäglich sagen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Anlass für diese Debatte ist der Beschluss des CDU-Parteitages zur Optionspflicht in Bezug auf den doppelten Pass. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wie ich die Nachricht gehört habe von diesem Parteitag, war meine erste Reaktion nicht schon wieder. Es war meine erste Reaktion nicht schon wieder, weil wir hier in Hessen Erfahrung haben, wenn das Thema doppelte Staatsbürgerschaft und eine Kampagne gegen den Doppelpass Gegenstand des Wahlkampfes wird. Und deshalb war meine Reaktion nicht schon wieder. Die Kampagne 1999 hat tiefe Wunden in unserem Land geschlagen. Und sie hat, und ich hoffe, da sind sich alle einig, nicht zur Integration beigetragen, sondern zur Spaltung. Und ich habe nichts vergessen von damals. Und ich weiß auch, wie meine Partei dazu steht, zu diesem Thema, und zwar unverändert seit 1999. Wir sagen Ja zur doppelten Staatsbürgerschaft, zur Mehrstaatigkeit, weil der deutsche Pass für uns Ausdruck der Integration und Ausdruck von gelungener Integration ist und wir niemanden zwingen wollen, seinen bisherigen Pass abzugeben, der mit dem deutschen Pass zum Ausdruck bringt, dass er sich zu unserem Land bekennt, meine Damen und Herren. Hier geboren, hier zu Hause. Das war das Wahlplakat der GRÜNEN zur Bundestagswahl 1998 und auch in vielen anderen Wahlkämpfen. Hier geboren, hier zu Hause. Und wir waren sehr froh, dass es uns gelungen ist, in der rot-grünen Koalition das zu vereinbaren, dass der Doppelpass geht. Und es hat uns wehgetan, dass wir einen Kompromiss eingehen mussten,
der gesagt hat, es gibt dann im Alter zwischen 18 und 22 Jahren diese Optionspflicht. Es hat uns wehgetan, aber wir sind diesen Kompromiss eingegangen, weil es uns unserem Ziel, die Doppelstaatlichkeit zu ermöglichen und das Prinzip, hier geboren, hier zu Hause zu verwirklichen, ein gutes Stück näher gebracht hat. Und es hat uns noch mehr wehgetan, dass diese Entscheidung der rot-grünen Regierung dann Gegenstand eines Landtagswahlkampfes hier in Hessen war, in dessen Folge wir die Regierungsbeteiligung in Hessen verloren haben. Wir haben hier nichts vergessen. Wir bleiben bei unserer Position. Überall, wo wir in Regierungsverantwortung tätig sind, kämpfen wir für dieses Prinzip, hier geboren, hier zu Hause, weil wir wollen, dass sich alle hier in unserem Land zugehörig fühlen, meine Damen und Herren. Und deshalb besteht die Gefahr, wenn über eine Wiedereinführung der Optionspflicht geredet wird, dass die türkeistämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger diese Debatte falsch verstehen. Weil wir reden ja nicht über ein generelles Prinzip, sondern für eine ausgesuchte Personengruppe. Der Moderator der Tagesthemen hat das ja an dem Tag des CDU-Parteitages wunderbar gesagt. Er hat seinen italienischen und seinen deutschen Pass hochgehalten und hat gesagt, für mich ändert sich nichts, aber für andere soll sich etwas ändern. Und wir müssen aufpassen, dass eine solche politische Debatte bei türkeistämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern nicht verstanden wird als uns wollt ihr nicht. Dieses Signal sollte Politik nicht aussenden. Und deshalb fand ich es gut und richtig, und wir alle, die wir in Parteien tätig sind und die wir wissen, was Parteitagsbeschlüsse bedeuten, wissen auch, wie entschieden und letztendlich wie mutig es war, dass die CDU-Bundesvorsitzende gesagt hat, dieser Beschluss wird nicht umgesetzt. Das gehört dann auch zur Debatte, und ich bin ausdrücklich dankbar, dass Angela Merkel und Volker Bouffier offensichtlich die Einschätzung teilen, dass eine solche Kampagne, eine solche erneute Kampagne in unserem Land spalten würde, statt zu integrieren. Wir Grüne haben nichts vergessen, was 1999 war, und es sollte sich bitte nie wiederholen. Wir haben auch nichts vergessen, was 2008 war. Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten stoppen. Ich habe sehr bewusst in meiner Rede zu 70 Jahre Hessen darauf Bezug genommen, dass 2008 es nahegelegt werden sollte, dass Menschen mit dem Namen Ypsilanti und Al-Wazir einer Landesregierung nicht angehören können. Und ich habe deshalb in meiner Rede zu 70 Jahre Hessen darauf hingewiesen, dass ich es gerade deshalb gut finde, dass heute Menschen mit dem Namen Bouffier und Al-Wazir in dieser Landesregierung sitzen. Deshalb habe ich darauf hingewiesen, meine Damen und Herren. Nein, es ist überhaupt keine komische Logik, Kollege Schmidt. Es ist der beharrliche Kampf, dass gesellschaftliche Wirklichkeit und das, was für eine Partei richtig findet, nämlich meine Partei, umgesetzt wird, allen Widrigkeiten, allen Schwierigkeiten zum Trotz, und dass man weiß, was man noch nicht erreicht hat, Herr Kollege Schmidt, aber dass man auch stolz ist auf das, was man erreicht hat, Herr Kollege Schmidt. Und wir wissen, was wir erreicht haben, wir wissen, was wir vor uns haben. Wenn wir uns anschauen, dass wir 1999 in diesem Land einen Wahlkampf zum Thema Doppelpass geführt haben, nee, nicht wir, sondern andere ihn geführt haben, wir für die Doppelstaatlichkeit, und wir heute eine Landesregierung haben, die eines der ambitioniertesten Programme zur Flüchtlingsintegration aufgestellt hat, was es in der Bundesrepublik gibt, dann wissen wir, was wir erreicht haben, und dann wissen wir, wie lohnend es ist, sich für seine Ziele einzusetzen. Und dann kann man vielleicht auch einmal zugestehen,
dass sich Meinungen in diesem Land geändert haben, auch bei politischen Mitbewerbern. Und wenn sich die Meinung nicht geändert hat, da kann man ja in die Leute nicht reingucken, dass sie zumindest jetzt andere Vereinbarungen mit ihrem Koalitionspartner treffen und dass wir uns jetzt ziemlich vorbildlich hier in diesem Land um die Integration kümmern, und zwar CDU und Grüne gemeinsam mit der Unterstützung von anderen Fraktionen hier in diesem Hessischen Landtag. Und deshalb, wir haben nichts vergessen. Die Wunden bleiben. Sie sind nicht nur bei den Fraktionen geschlagen. Sie sind auch bei der Integration in unserem Land geschlagen worden 1999. Aber das bestärkt uns. Und das lässt uns nicht müde werden, in den Kampf gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern für Integration zu kämpfen, damit hier endlich gilt, hier geboren, hier zu Hause, ohne Wenn und Aber, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 33 abgehalten. Und ich rufe auf die namentliche Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 44, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend keine Wiedereinführung der Optionspflicht im Staatsangehörigkeitsrecht 43/28 aus 19. Und damit können wir beginnen. Ach so, das geht ja mit dem Finger. Halt. Geht nicht. Doch, ist da. Alex Ulrike. Al-Wazir Tarek. Arnold Dr. Walde. Arnold Lena. Bächle Scholz Sabine. Panzer Jürgen, Bartel Dr. Ralf Norbert, Barth Elke, Bauer Alexander, Bär Nikola, Bellino Holger, Beuth Peter, Bocklet Markus, Boddenberg Michael, Bouffier Volker, Kaspar Ulrich, Decker Wolfgang, Degen Christoph, Di Benedetto Corrado, Dietz Klaus, Dorn Angela, Eckert Tobias, Erfurt Sigrid, Fäser Nancy, Faulhaber Gabriele, ja. Feldmeier Martina, Frankenberger Uwe, ja. Franz Dieter. Danke. Frömmrich Jürgen, Geis Kerstin, Gnadl Lisa, Goldbach Eva, Greilich Wolfgang. Greilich Wolfgang, Kremmels Timo, Timon, Entschuldigung, ja. Krüger Stefan, Krumbach Gernot, Grüttner Stefan, Habermann Heike, Hahn, Dr. Hase Jörg Ube, entschuldigt, Hamann Ursula, Hartmann Karin, Heinz Christian, Hofmann Heike, gut. Hofmeister Andreas, Hofmeier Brigitte, Holschuh Rüdiger, Honga Hartmut, Irmer Hans-Jürgen, Kartmann Norbert, Kasseckert Heiko, Kaufmann Frank Peter,
Klaff, Isselmann, Irmgard, Klee, Horst, Klein, Hugo, da, Klose, Kai, Kühne, Hörmann, Eva, Kummer, Gerald, Landau, Dirk, Lannert, Judith, Lenders, Jürgen, Löber, Angelika, Lorz, Frank, Lotz, Heinz, Mai, Daniel, Merz, Gerhard, Meißner, Markus, fehlt, Müller, Klaus, Peter, Müller, Karin, Müller, Regina, Regine, Müller, Kleppe, Petra, Oin, Willi, Van, Van, Oin, Willi. Jetzt Güven Hadan, Öztürk Mürfet, Penz Manfred, Puttrich Lucia, die fehlt, Quanz Lothar, Ravensburg Claudia, Reif Clemens, Rentsch Florian, Reul Michael, Reul, ah, okay. Rein Boris, Rock René und der Horst Klee. Ja. Roth Ernst Ewald, Rudolf Günther, Schäfer, Dr. Thomas Schäfer. Schäfer Gümbel Thorsten, ja. Schaus Hermann, ja. Schmidt Norbert, ja. Schott Mariana, ja. Schwarz Armin, ja. Serke Uwe, ja. Siebel Michael, ja. Sommer Daniela, ja. Dr. Sommer. Stefan, Peter, ja. Tippi, Ismail, ja. Utter, Tobias, ja. Krank, ja. Weilmann, Joachim, ja. Wagner, Matthias, ja. Ja. Wallmann, Astrid, ja. Warnecke, Thorsten, ja. Warnecke, Thorsten, ja. Ja. Waschke Sabine, Weiß Marius, Wiegel Kurt, ja, Wiesmann Bettina, Wilken Dr. Ulrich, Wintermeier Axel, Wiesler Janine, Wolf Karin, Ypsilandi Andrea, und Yüksel Turgut? Ja. Okay. Hoffmann. Wo haben wir die? Der ist er. Ja, ja, ja. Hoffmann, Heike. Ja. Kolleginnen und Kollegen, hatten alle, die ihre Stimme abgeben wollten, Gelegenheit dazu. Der Herr Klee hat schon. Herr Klee hat schon, den haben wir schon zwischendurch aufgenommen. Gut, ich habe gesagt, haben alle Gelegenheit gehabt, die dies tun wollen. Das ist der Fall, dann schließe ich die Wahl und wir zählen aus. Alle ja. Moment. Eins, zwei, drei,
angenommen. Also 101 von 110. Ich guck noch mal. Rob René war der auch nicht da. Doch, doch. Er hat mit Ja gestimmt. 6. 7, 8, 9. 109. 9 haben nicht abgestimmt. Also 101 Stimme. Okay. Gut, darf ich gerade mal das Wahlergebnis. Kolleginnen und Kollegen, wir haben die schwierige Aufgabe erfüllt. 101 Kollegen haben abgestimmt, 101 Kollegen und Kolleginnen haben mit Ja gestimmt. Damit ist der Antrag angenommen. Ich bin vertraulich, wenn ich jetzt erst gekommen bin.